Aber Gott sei Dank wachen immer mehr Menschen auf. Und dazu gibt es einen Redebeitrag mit dem Titel Freiheit und Erweckung von Stefan Batonek. Ich habe mir ja vorgenommen, dass ich, wenn ich hier rede, dass ich nie Fremdtexte verwende, weil das mache ich ja beruflich. Aber ich habe hier irgendwann einmal, das war Ende Juni, mal davon geredet, dass ein Wandel der Gesellschaft, ein großer Wandel der Gesellschaft, sage ich jetzt mal, ich sage mit Absicht nicht Revolution, dass ein großer Wandel der Gesellschaft nur möglich sein wird, wenn wir zusammenarbeiten, wenn wir Frauen, also wenn wir Männer und wir Frauen gemeinsam für etwas einstehen. Und jetzt habe ich eine Rede auf YouTube gesehen aus Leipzig. Da hat ein junges Mädchen, also eine junge Frau, die heißt Anna Kirchner, die ist 19 Jahre und die hat eine Rede gehalten, die mich so beeindruckt hat, dass ich jetzt Ihre Rede einfach hier nochmal wiedergebe. Ich wollte eigentlich mal aus freiem Herzen sprechen. Von Anna Kirchner. Am 23. Juni in Leipzig. Ich habe mich früher um Schulvorträge immer gedrückt. Entweder war ich zu introvertiert oder die Themen waren mir einfach zu erbärmlich. Die Auswahl war so scheiße. Ich hatte keine Lust oder mein Kopf, der war ganz, ganz woanders. Was ich unbedingt mal loswerden möchte, ich habe mich immer gefühlt wie ein Alien. Ich habe mich immer gefragt, was ist das für eine Gesellschaft? Schauen wir nur auf Äußerlichkeiten? Ich habe mir immer Fragen über diese Gesellschaft gestellt, mich von ihr formen lassen, sie beobachtet und mich aus ständigen, tausenden Phasen herausgewunden. Ich frage mich, warum schauen wir nur auf das Äußere? Warum? Ich hatte immer das Gefühl, wir Menschen hatten ständig nur Vorurteile und lassen uns von prominenten Figuren, von Z-Promis und Idolen leiten. Vertrauen wir uns eigentlich gegenseitig noch oder tun wir nur so? Ich fühle mich in meinem Heimatland nicht mehr richtig wohl, in dieser Gesellschaft, gar nicht mehr richtig Mensch. Mittlerweile weiß ich auch, woran das liegt. Je mehr wir lügen und uns selber aufgeben für Macht und Reichtum, desto weniger sind wir am Ende auch Mensch. Ich bemühe mich trotzdem, trotz dessen, dass ich das Menschsein nicht mehr richtig verstehe, täglich noch daraus zu lernen. Ich mache meine Fehler tausendmal und es geht mir tausendmal schlecht. Trotzdem stehe ich immer wieder auf. Tun wir unseren Job nur mit Gehorsam, ohne Fragen zu stellen? Schauen weg, wenn Brüder und Schwestern auf anderen Teilen des Kontinents ausgerottet werden? Schauen wir überhaupt noch in uns selbst hinein? Ich frage mich täglich, ob ich überhaupt noch eine sinnvolle Aufgabe für mich finden kann. Denn ständig bemerke ich, wie unglaublich clever, herzlos der Mensch doch handeln kann, für Macht, Ego und Geld. Schule, Arbeit, Rente, Tod. Schule, Arbeit, Rente, Tod. Ist das wirklich alles? Bin ich das wert? Wert
steht sogar auf meiner Tastatur, wenn ich Nachrichten verfolge, über denen im TV mal wieder nicht berichtet wird. Warum verheimlicht und verschleiert man mir, was täglich auf dieser Welt passiert? Warum passieren diese Dinge überhaupt? Dafür gehe ich nicht wählen. Nein, du gehst wählen, weil du einen 2D-Bildschirm mehr Glauben schenkst als dir selbst. Du wirst von vorne bis hinten verarscht. Soll ich also die gleichen Fehler machen wie meine Eltern, meine Großeltern? Soll ich mich dem Karma ergeben, alles hinnehmen, wie es ist, nichts tun oder blind tun, was man von mir verlangt? Ich möchte mich nützlich machen. Ich möchte das Leben endlich wieder verstehen, wieder frei, mit Liebe leben. Ich möchte meine Freiheit wieder lieben, ohne mich dabei selbst zu belügen, ohne ständige Beobachtungen, wieder ich selbst sein, ohne schlechtes Gewissen. Liebe sehen, keinen Hass. Wir leben in einer verdammten Dualität. Ich bin froh, dass ich die Schule hinter mir gelassen habe, denn seitdem ich sie hinter mir gelassen habe, habe ich ein unglaublich großes Interesse für sehr viele andere, neue, bizarre Themen finden können und musste mich aufgrund dessen, dass ich zu wenig Leute fand, die mit mir diese Interessen teilen können, auch mit Menschen auf anderen Teilen dieser Erde unterhalten, die mir in sehr vielen Dingen zustimmen. Wir leben nämlich in einer Welt, die sich um uns kümmert und Sicherheit verspricht, uns vorgibt, was wir am besten denken, sagen, machen, wissen, essen, trinken, kaufen oder fühlen sollen. Die Gitterstäbe sind nicht sichtbar, aber irgendwie fühlen sich die meisten wohl in einer Traumwelt, in der Geld zur Zeit wird, wir sowieso alle ekelhaftes Zeug fressen und sogar die reichsten Menschen der Erde den Welthunger beseitigen könnten. Es aber nicht tun. Warum? Weil ich vermute, weil das Geld für übernatürlich große Werbeplakate mit Gesichtern und Geräten, die keiner sehen will, ausgegeben wird. Technik, Konzerte, Filme und Hollywood auch ganz vorne mit dabei, damit wir auf der anderen Seite nicht sehen, wie weiteres Geld in Waffen, False Flag-Attacken, Kriege, weiteres albernes Machtgehabe gesteckt wird. Ich kann nur vermuten, was mit dem Geld passiert. Es geht seine Kreise und landet im Endeffekt dort, wo es wieder für Kriege und Machtgehabe ausgegeben wird. Ich kann es nur vermuten. Diese Traumwelt zerstört die Fantasie unserer Kinder. Sie werden zu früh sexualisiert, manipuliert. Ihnen wird mittlerweile jegliche Freizeit und Privatsphäre genommen, auch aufgrund stundenlanger Hausaufgaben. Napoleon Bonaparte sagte einmal, Geschichte ist die Lüge, auf die man sich geeinigt hat. Ein Schulsystem voller Verdummungslehrstoff und Lehrern, die den Eltern der Kinder raten, ihnen Ritalin verschreiben zu lassen, damit sie das, was sie wissen dürfen, sich besser einhämmern lassen, weil sie ADHS oder Ähnliches hätten. Das muss nicht sein. Bildung und Erziehung geht miteinander. Ich finde die Begriffe selbst sehr unpassend, denn bilden wir uns nicht täglich nach dem Bild eines anderen? Oder werden wir nicht täglich erzogen, dieses oder jenes zu tun, nicht mehr selbst zu denken, im Endeffekt gar nicht mehr eigene Entscheidungen zu treffen? Auch Ernährung und Gesundheit sind Teile dieser Misere. Ich verstehe nicht, warum man nicht aufhört, unsere Pflanzen, unser Obst, unser Gemüse, ja sogar unser Wasser zu besprühen und zu vergiften. Ich bin der Meinung, wir müssen dagegen vorgehen. Und ich schließe mich auch gerne noch am Rande Menschen an, die sich mit Monsanto und Co. auskennen. Da bin ich gern dabei.
Ohne bereits gesammelte Erfahrungen findest du keinen Job. Denn um Erfahrungen zu sammeln, musst du erst einmal genug Erfahrungen haben. Und dann denke ich mir, learning by what? Doing by doing what? Das geht nicht. Meine Würde wurde noch nicht angetastet. Das wäre eine Lüge. Selbst ein Abitur ist in meinen Augen bloß ein Werkzeug. Hut ab an die, die es geschafft haben, 5 oder 6 Stunden dort zu sitzen, mehrmals in einem Raum, wo möglicherweise nicht mal ein Fenster geöffnet wird. Da draußen wimmelt es nur so von klugen Köpfen. Und ich spreche nicht nur von Hackern oder von unseren zukünftigen Wissenschaftlern oder Wahrheitssuchern oder Demonstranten. Bitte nehmt euch Zeit, eure Kinder zu verstehen. Gebt ihnen Zeit, sich auszudrücken und zu sich selbst zu finden. Sie wollen keine Indoktrination, sondern Möglichkeiten. Keine Manipulation, sondern Ehrlichkeit, Wahrheit. Und das sagt ein Mädchen, die 19 Jahre alt ist. Ich denke, wir können mehr als Grenzen schaffen und uns gegenseitig anfeinden, ignorieren, wütend oder ängstlich machen. Denn die Wut und die Angst sind die wirksamsten Werkzeuge der Massenmedien. Sie stacheln uns gegeneinander auf. Sie nehmen uns die Interessen. Um es mit Michael Jacksons Worten zu sagen, sie machen uns ignorant. Wohin ist unser Mut? Sind wir denn so egoistisch geworden? Wir brauchen die Kinder von morgen, ihre Ideen, unser Engagement, Enthusiasmus und Einsichten. Wir haben einiges einzusehen, genauso wie unsere Eltern und unsere Großeltern und so weiter. Wie auch immer wir diese bekommen, irgendwie brauchen wir natürlich auch Beichten der Verantwortlichen für ihre Medien und für ihre Kriegsplanung. Somit braucht es Disziplin, Aufdecker, Aussprechen von Wahrheiten, vor allem, liebe Mitmenschen, Aktion, Boykottierung, ohne Gewalt, mit Liebe. Ich habe einen unglaublichen Hass auf diese WM. Ich habe vorher ehrlich gesagt auch nicht gewusst, dass Fußball schon immer dazu da war, um uns abzulenken. Mein Hass auf diese WM ist sehr groß. Und da schiebe ich jetzt ein Zitat von Gandhi ein. Und der sagt, aus bitterster Erfahrung zog ich diese eine und höchste Lehre. Man muss den Zorn in sich aufstauen. Und so wie gestaute Wärme in Energie umgesetzt werden kann, so kann unser gestauter Zorn in eine Kraft umgesetzt werden, die die Welt zu bewegen vermag. Zitat Ende. Doch ich möchte den Hass in Tatendrang umwandeln. Es ist in meinen Augen viel mehr traurig, wie Fußball diese Menschenfreunde immer noch so schlüpfrig mitregiert, obwohl weder Spieler noch Coach eine Ahnung haben, was in der Welt abgeht. Da habt ihr mehr Ahnung als jeder Spieler und jeder Coach am Platz. Also frage ich euch, das Murmeltier grüßt uns täglich. Wollen wir uns damit länger zufrieden geben, länger am untersten Rand der Pyramide daherzuleben? Wollen wir uns damit zufrieden geben, im untersten Teil der Pyramide daherzuleben, während da draußen die Schere zwischen Arm und Reich immer größer wird und die Berichterstattung dazu immer lächerlicher? Mittlerweile stolpere ich über immer mehr Videos, wo zu sehen ist, wie krass inkompetent, brutal und gemein die Politik mittlerweile weltweit wieder handelt. Und ich denke mir, unglaublich, wo sind wir hier gelandet? Schöne neue Welt von Aldous Huxley, nur zu empfehlen, dieses Buch. Ich finde, so langsam, das finde ich persönlich auch, bewegen wir uns dorthin. Oder soll ich sagen, Überwachungsstaat 2.0,
Ich habe nichts gegen das Schlafen und Träumen. Aber diese Kraft, diese Energie, die wir durch den Schlaf wiedererlangen, die sollte wieder erweckt bzw. wieder entdeckt werden. Jeder Tag ist ein neues Leben, auch wenn die Realität uns erschlagen kann. Wozu aber jeden Tag das Gleiche tun? Primetime, 20.15 Uhr. Ist das möglicherweise auch Zeitverschwendung? Ich möchte stoppen, worauf man uns hinlenkt. Ich möchte etwas an dieser weltweiten Ungerechtigkeit tun, ändern. Ich wünsche mir Frieden und werde meine Wut, wie gesagt, in Tatendrang umwandeln und hoffe, es werden noch mehr tun. Schmeißt den Fernseher raus, eure Stirn wird sich freuen. Wir alle wollen doch gar keine Unterdrückung, Massentierhaltung, Morde, schleichende Genozide wie modifizierte Nahrung. Wir wollen das doch gar nicht. Wir wollen keine reichen 1%, keine Lügen und lächerlichen Berichterstattungen und kein lächerlich ignorierendes Wegschauen auf der anderen Seite. Wir brauchen richtige, ehrliche Nachrichten, wie zum Beispiel hier. Ursprünglichen Journalismus, Meinungsfreiheiten, freie Presse, Menschen, die es nicht für Geld, sondern für die Gemeinschaft und den Frieden und die Liebe tun. Wohin ist unsere Liebe zur Natur? Wie oft haben wir schon gehört, wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fisch gefangen, der letzte Fluss vergiftet ist, werden wir verstehen, dass man Geld nicht essen kann. Ja, wie oft haben wir das schon gehört? Wollen wir uns nur noch von versprochenen Lügen und merkwürdigen Katastrophen überraschen lassen? Oder wollen wir endlich die Heilung von Mutter Erde selbst in die Hände nehmen? Wieder selbstbewusstes Denken und Handeln. Dann fangt schon heute an, wieder bewusst auf eure Gedanken zu achten und mehr untereinander zu teilen. Langeweile mit Interessen zu füllen, Fragen zu stellen, zeigt Solidarität, seid selbstlos, im Gegenzug liebt euch selbst. Eine friedliche Revolution wurzelt meiner Meinung nach auf Klarheit, Zusammenhalt, einer mehr als guten Organisation, Nächstenliebe und konstruktiven Ideen wie im Großen, so im Kleinen, Initiative, Taten. Jeder kann sich irgendwo einbringen, denn jeder kann irgendetwas. Wir alle formen ein gesamtes Bewusstsein, sind alle eine Spezies, ich sag mal Erdlinge. Scheißt doch mal auf Rassismus und zurück zum logischen Denken. Unsere Welt ist im Wandel. Es ist ständig etwas im Wandel. Wir sind im Wandel. Wir sind noch tatsächlich Sklaven eines Systems, das nur von Leuten regiert wird, die täglich in ihre Geldscheinhaufen pupsen und nicht mehr in den Spiegel sehen, weil in ihnen sämtliche Liebe erloschen ist. Trotzdem können wir unser Potenzial ausschöpfen. Danke dafür, dass die Ersten bereits angefangen haben damit. Ich musste mich sehr, sehr überwinden, hierher zu kommen und überhaupt mal meine Meinung preiszugeben. Und wenigstens habe ich ein paar Themengebiete gefunden, in denen ich mich ein kleines wenig nützlich machen kann. Ich habe mir auch Vorträge von Menschen angesehen, die schon seit sehr vielen Jahren die Fehler in diesem System benennen oder aufklären. Klar ist die Wahrheit oft schmerzhaft, aber jedermanns Perfektion ist seine unperfekte Individualität, oder nicht? Vielleicht entwickeln wir uns alle weiter. Ich glaube, wenn du freiwillig etwas tust, selbstlos etwas tust, dann hast du irgendwann die Chance, Freiheit auch aus dem Herzen frei genießen zu können, auf deine eigene Art und Weise. Ich persönlich bin sehr enttäuscht von meinen Eltern,
und auch Lehrern teilweise, die mich nicht richtig informierten und oftmals das Gefühl gaben, Teil eines sich im Kreis drehenden Experimentes zu sein, in dem man keine Geduld für Erleuchtung, Seele und Zukunft hat. Mein Weg ist nicht der meiner Eltern, und ich hoffe, dass die Medien nicht noch mehr Familien zerreißen. Aber der Weg ist das Ziel, und steinig war er schon immer. Also habe ich jetzt endlich den Mund aufgemacht. Stehe nicht allein mit dem Wunsch nach Frieden, wie ich sehe. Danke auch den Menschen, die letzte Woche aus reiner Seele gesprochen haben. Schließlich sind wir alle eine Seele, die einen Körper besitzt und nicht umgekehrt. Lasst uns wieder Geschwister und Brüder und Nachbarn sein, ganz egal, welche Herkunft wir haben. Und ganz egal, wie sehr die Medien, die Reichen das System nennen, nennt es, wie ihr wollt, welches uns gegeneinander aufhetzt. Und zum Schluss noch ein kleines Zitat aus dem Film Knees of Grass. Wir alle zerstören durch unser momentanes Handeln die Welt. Wir sollten sie aber reparieren. Wollt ihr diese Welt reparieren? Zitat Ende. Also bitte, ich bitte euch, habt den Willen, diese Dystopie, würde ich schon fast sagen, aufzuhalten. Danke. Und man wehrt sich gegen Vorwürfe, macht sich Vorwürfe, wofür man eigentlich kämpft. Und das ist nur die Vorstufe, bis man irgendwann so gehemmt ist, dass man vor lauter Wut nichts mehr klar erkennt und sich selbst nicht mehr gut findet. Anna Kirchner. Danke, lieber Stefan, für deine Eindrücke.